Die junge, zum französischen PSA-Konzern gehörende Marke DS punktet beim DS4 zuallererst mal mit einer gelungenen Optik. Die Karosse ist schön gezeichnet und das Größenverhältnis Reifen-Karosserie ist sehr sportlich geprägt. Die Panorama-Frontscheibe ist weit ins Dach hereingezogen und vermittelt eine luftige Umgebung. Die beiden hinteren Türen sind sehr kurz geraten. Das verhindert den bequemen Zu- bzw. Ausstieg und lässt nur eine starre Scheibe in der Tür zu. Die sportliche Optik wird durch die Performance-Line und entsprechende farbliche Akzente auf Dach und Rückspiegel unterstrichen. Die beiden angedeuteten Endrohre in der Heckschürze dagegen sind nur von optischer Bedeutung. Motor und Getriebe, in meinem Fall das 6-Stufen-Automatik und die Leistung von 180 PS passen perfekt zum DS4. Betont souverän und bei Bedarf auch flott bewegt sich der DS4 ohne Komforteinbußen, dennoch sportlich knackig. Ein Verbrauch sogar von unter 6 Litern auf 100 Kilometer Nachtankmenge lässt sich durchaus realisieren. Serienmäßig ist der DS4 mit einer Parkdistanzkontrolle vorn und hinten ausgestattet. Insbesondere mit der optionalen Rückfahrkamera lassen sich entsprechende tote Winkel verschmerzen. Ich bin in DS4 mit Lederausstattung gefahren, wobei der Fahrersitz voll elektrisch verstellbar war und neben einer Sitzheizung auch eine Massagefunktion im Lendenwirbelbereich bot.